herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch den Beifahrerskript vor. Ja, den findet ihr unter keiner Kategorie. Ihr müsst ihn einfach in eurem Spiel aktivieren und dann habt ihr ihn drin. So, wir lassen jetzt hier einmal einen Helfer arbeiten. Und dann drücken wir mal Umschalt und Y. Jetzt sitze ich hier. Sieht man. Dann können wir N drücken. Jetzt stehe ich hier. Und dann können wir nochmal N drücken. Und dann stehe ich. Wo stehe ich? Hier hinten. Und nochmal N. Dann stehe ich hier und nochmal N drücken, dann sitze ich wieder neben der Dame. So. Ja. Simple Sache. Das könnt ihr bei allen Fahrzeugen machen, die den Script verbaut haben. Zum Beispiel wie der, jetzt mache ich mal gerade Trick 17, wie der, zum Beispiel einer der Standard-Pickups, ich will mal zurückgehen, hier, starten wir den Motor. Wie dasselbe Spiel könnt ihr auch im Multiplayer machen. Sitze ich hier, dann nächste Taste, also N drücken. Ich meinte nicht nächste Taste, nächster Sitz. Stehe ich hier und dann wieder hier. Also simple Sache, dann könnt ihr zum Beispiel hier sitzen. Einer kann fahren und ihr könnt da sitzen oder irgendwie hier auf der anderen Seite. Ja, also sehr nice Sache, auch wenn ihr irgendwie mal Multiplayer, weiß ich nicht was macht, irgendwie ein RP-Projekt, wo ihr irgendwie im Lehrling was zeigen müsst, wie das funktionieren soll, irgendwie Fahrschule. Ist ja mittlerweile alles möglich mit Mods und so. Also, schick, schick. Und diesen Script haben auch alle Fahrzeuge von DLCs, so wie dem Class DLC, verbaut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Danke. Und aktiviert die Glocke.